Hallo und herzlich willkommen, liebe Pearl-TV-Zuschauer. Ja, jetzt haben wir Basteln und Heimwerken auf dem Programm, aber ich würde es mal sagen, nicht für die Profis. Na, die dürfen natürlich auch zuschauen, aber einfach mal für den, der selber sagt, ach, ich möchte nicht wegen jeder kleinsten Reparatur einen Handwerker beauftragen oder nebendran anrufen beim Nachbar, den wieder belästigen, sondern ich möchte Reparaturen einfach ganz alleine durchführen. Und da haben wir jetzt ganz, ganz tolle Utensilien für Sie. Nämlich einen wunderbaren Akkuschrauber für die verschiedensten Reparaturen. Den sehen wir jetzt auch gerade. Und später dann Reparatursets, wie Sie Holz, Kunststoff, Fliesen, Stein ganz, ganz einfach zu Hause reparieren können. Ja, und beginnen tun wir hier mit unserem Hochleistungs-Akkuschrauber. Und mit mir im Studio ist der Rainer. Und Rainer, du bist ja passionierter Handwerker. Also du bist ja Handwerksmeister. Du weißt, wovon du sprichst. Aber das ist ein Gerät, das muss eigentlich jeder zu Hause haben, oder? Ja, also Heimwerken oder Handwerken ist nicht meine Passion. Tatsächlich mein Beruf und Passion. Mhm. Liebe Zuschauer, Einzug, Umzug, Renovierung, ein neues Möbel gekauft, zusammenbauen, auseinanderbauen. Viele Gelegenheiten, wo Sie einen Akkuschrauber sehr gut gebrauchen können. Und hier haben wir einen besonderen, Ralf, den aus der AGT-Serie. Den Schrauber, wo der Akku zu allen anderen Geräten aus der AGT-Serie auch passt. Das ist ein Lithium-Ionen-Akku, gehen wir gleich nochmal drauf ein. Und stelle Ihnen den Schrauber zunächst mal im Einzelnen vor. Wofür er eingesetzt wird, zeigen wir Ihnen natürlich, aber Sie wissen, Schrauben bohren, das ist ein Akkuschrauber. Hier haben Sie eben ein Gerät mit Mehrfach-Drehmomenteinstellung. Wir haben ein Schnellspann-Bohrfutter, das von 0 bis 10 mm die Bohrer aufnimmt, die Bits aufnimmt, die wir einsetzen, Ralf. Früher weiß man, immer dieser Zahnkratz und ein Bohrfutterschlüssel, das war sehr unangenehm. Ja, ja, na, den Schlüssel habe ich immer gesucht. Ja? Ja, der war definitiv zwar am Anfang festgemacht am Kabel, aber hier haben wir ja nicht mal ein Kabel, wo der festgemacht ist. Genau. Aber ich kann auch drauf verzichten, das ist toll. Jetzt habe ich so immer noch von ganz früher so Vorbehalt gegen Akkuwerkzeug. Ja? Da hast du früher 3 Schrauben reingemacht und an der vierten hat es Wie sieht das hier aus? Dank der Lithium-Ionen-Technologie gehört das der Vergangenheit an, Ralf. Ja, Lithium-Ionen-Akku bedeutet gleichbleibende Leistung. So lange, bis der Akku kurz vor Leerstand ist, dann geht es mit der Leistung herunter. Bei den alten Akkus weniger, immer weniger. Keine Sorge, heute sind kabellose Maschinen absolut kein Zauberwerk mehr. Ja, und ich bin auch ganz, ganz froh, weil heutzutage wird ja alles getestet. Unser Akkuschrauber wurde auch getestet. 243 Schrauben, und zwar solche Schrauben, wurden im Test hier reingedreht ohne Leistungsverlust. Und das ist mal eine Hausnummer, würde ich sagen, oder? 5x60er Schrauben, die wir hier drehen, Ralf. Ja. Und vielleicht gleich ein Hinweis. Wenn Sie sehen, wie ich hier schraube, liebe Zuschauer, und wenn wir ein bisschen größer aufziehen, dann sehen wir, hier wird es schwierig. So viel Kraft, da haut es mir unter Umständen das Handgelenk weg. Mhm. Da nutze ich eben diese Drehmomenteinstellung. Im Augenblick steht dieser Schrauber auf der Bohrfunktion. Da drehe ich einfach hier meine Drehmomente zurecht und habe den Vorteil, ich hole die Schraube noch mal ein Stückchen heraus. Dafür brauche ich wieder die volle Kraft. Ja? Stelle meinen Drehmoment ein und arbeite jetzt nach unten wieder. Und du wirst feststellen, Ralf, aha, sobald sie drin ist, hält es aus. Also schont dein Handgelenk, aber auch das Material. Je nachdem, wenn ich irgendwelchen Lackoberflächen habe oder sowas, bei denen ich arbeite. Wenn ich die Schraube nur flächenbündig eindrehen will, dann drehe ich sie auch nur flächenbündig ein. Aber so ein Schrauber ist eben heute wirklich mehr eine vollwertige Bohrmaschine, liebe Zuschauer. Und zum Bohren gibt es hier dann wieder eine Besonderheit. Zunächst mal den Ring auf Bohren einstellen. Das Schnellspannbohrfutter nehme ich raus, schraube bewusst auf die 10 mm Weite und drehe mal einen 10 mm Bohrer ein. Ja. Wenn ich jetzt bohre, liebe Zuschauer, dann ist bei der Geschwindigkeit, die ich zum Schrauben genutzt habe, das vielleicht ein bisschen müßig. Ja? Also wandern wir hier noch mal ein Stückchen höher. Da sehen Sie, dass hier ein zweiter Gang einlegbar ist. Und dann haben wir nämlich den Schnelllaufgang
da schalte ich einfach um. Und jetzt kann ich den Akkuschrauber als vollwertige Bohrmaschine nutzen, Ralf. Ja? Hier so ein 10 mm Dübelloch, überhaupt kein Problem. Macht der Schrauber ohne Probleme, auch als Bohrmaschine wunderbar einsetzbar, wenn ich eben mal dübeln muss, wenn ich solche Sachen mache. Ja? Zack, zack, zack. Schöne passgenaue Löcher gemacht. Akkuschrauber und gleichzeitig Bohrmaschine. Also eben für auch die kleinen Reparaturen mal. Oder du hast vorhin gesagt beim Umzug. Also ich bin vor kurzem erst umgezogen, Schlafzimmer, Rückwand. Ja, vom Schlafzimmerschrank die Rückwand. Da waren gefühlt 250 Schrauben drin. Es waren natürlich weniger, aber ich habe die von Hand rausgedreht, weil ich gerade keinen Akkuschrauber zur Hand hatte. Und das heißt, man kriegt also erstmal im Handgelenk kriegt man Schmerzen, Blasen in den Handfingern und irgendwann flucht man. Und da fängt man an, die Schrauben reinzunageln. Das kennen wir alle. Aber wenn ich so einen hochwertigen Akkuschrauber habt, geht das ja ruckzuck. Das ist der Grund, Ralf, und ich weiß nicht, liebe Zuschauer, wie das flächendeckend aussieht, aber momentan, Ralf, sollte eigentlich jeder Haushalt einen Akkuschrauber besitzen. Das ist ein Akkuschrauber aus der AGT Professional Linie und der Ralf hat es gesagt, ich bin Tischlermeister, ich will damit nicht werben, schon einige Zeit raus aus dem praktischen Arbeiten am Holz, aber es gibt sicherlich sehr, sehr viele gute Heimwerker, die mit vernünftigem Werkzeug arbeiten wollen. Und das ist eigentlich das Wesentliche, während hier unser Jakob einfach den Schrauber mal in Aktion zeigt, es gibt eigentlich keine schlechten Heimwerker. Man muss sich ja nur was vornehmen. Und das Wesentliche ist, ich brauche das richtige Werkzeug dazu, Ralf. Ja? Also, schlechte Arbeit resultiert in 90% aller Fälle aus schlechtem Werkzeug. Hier steigen Sie gleich ein in eine Qualität, die mich als Profi absolut erstaunt hat. Von der Leistung, von der Ausstattung spielen wir mit diesem Akkuschrauber durchaus, Ralf, in einer Preisklasse, wo wir im stationären Handel draußen bei 100, 120 Euro zugange sind. Ja, wenn ich dann sehe, 66,41 Euro. Und wir bieten Ihnen hier das Komplettset an. Das ist ja auch ganz wichtig, den Akkuschrauber, inklusive natürlich dem Akku und dem Schnellladegerät. Auch das wurde übrigens getestet. Innerhalb von 58 Minuten ist der Akku wieder restlos aufgeladen und ich kann wieder stundenlang arbeiten. Und die Power hier ist ja wirklich nahezu unerschöpflich. Ja. Man sucht immer das Kabel, ne? Genau. Das Schöne bei dieser Konzeption ist, dass ich eben tatsächlich Lithium-Ionen-Technik nutze. Hier haben wir eine Ladezustandsanzeige, Ralf. Wenn ich den Schrauber anmache, dann sehe ich über die drei Leuchten, sind sie alle drei an, habe ich 100% Leistung. Und darunter verbirgt sich noch eine Lampe. Und der Strahl dieser Lampe, der ist so ausgelegt, dass er beim Bohren auch tatsächlich an die Arbeitsfläche hin leuchtet. Also, so habe ich nochmal zusätzlich im Dunkeln im Schrank, wo ich kein Licht habe, eine echte schöne Hilfe. Also ein Werkzeug für den Heimwerker-Profi, aber auch für den, der nur ab und zu mal was reparieren will, was schrauben, was bohren will. 66,41 Euro ist der phänomenale Preis und die Bestellnummer die NX5180 und die 569. Jetzt hattest du vorhin gesagt, dass unser Akkuschrauber ein Teil der großen AGT-Serie ist. Genau. Und die werden ja alle mit dem gleichen Akku betrieben. Und deshalb, meine Damen und Herren, bieten wir Ihnen diesen Akkuschrauber jetzt auch noch ohne Akku und ohne Schnellladegerät an. Denn angenommen, Sie haben jetzt schon die Stichsäge, die Kreissäge, die Säbelsäge oder irgendein anderes Gerät unserer AGT Professional Serie zu Hause mit Akku und Schnellladestation, dann können Sie diesen Akku verwenden, um hier genau mit diesem Akkuschrauber so effektiv zu arbeiten, wie uns was Rainer jetzt gerade zeigt. Und das ist ja phänomenal, diese Freiheiten, was ich da nochmal Geld sparen kann. Also wunderbar ist, dass die gesamte AGT-Serie, wozu dieses Gerät, dieses fantastische Gerät, so muss ich es ausdrücken, gehört, einfach ein komplexes System ist. Akkus untereinander austauschbar. Das ist vielleicht das Geschenk jetzt zum Geburtstag. Dann in ein paar Tagen Weihnachten, ja, oder 90 oder wie viele es auch immer sind, Weihnachtsgeschenk, dann kann ich einen zusätzlichen Akku, es gibt noch einen 4-Ampere-Stunden-Akku, es gibt vieles an Zubehör, sodass Sie eine schöne, tolle Serie zusammenstellen können, nicht mehr in Verlegenheit kommen, diese SOS-Geschenke zu verteilen. Krawatte, Aschenbecher, hässliche Socken. SOS, ganz einfach, Ralf. Socken? Oberhemd, Schlips. Okay, können wir darauf verzichten. Hier können wir sogar Seriengeschenke dran machen und ich weiß
weiß noch, früher hieß es immer, ach, was schenke ich meinem Vater? Der hat doch schon alles. Aber hier, also ich glaube, mit solchem tollen Werkzeug mache ich immer wieder eine Freude. Und wir haben ja das Glück, dass wir von AGT, von dieser Professional Line, wirklich eine große Produktvielfalt haben. Fangen Sie doch mit dem Akkuschrauber an. Wenn Sie schon ein Gerät haben, hier jetzt die Bestellnummer ohne Akku. Der Preis 28,41 Euro. Die Bestellnummer NX 5171 und die 569. Also zuschlagen, ob mit oder ohne Akku. Jetzt hatte ich eingangs gesagt, wir zeigen Ihnen heute, wie man auch als Laie ganz, ganz einfach mal Reparaturen durchführen kann. Und es ist ganz, ganz ärgerlich. Gleich wieder. Gerade wenn man umzieht, ja, und dann Kaution bezahlt hat in der alten Wohnung. Man hat Laminat oder Parkett und da ist ein riesen Kratzer drin. Dann kommt der Vermieter und sagt, oh, da müssen wir neues Laminat oder neuen Parkett verlegen. Das kostet richtig Geld. Ihre Kaution, die ist im Eimer. So. Aber der Rainer zeigt uns jetzt, wie ich ganz, ganz schnell mal so Kleinigkeiten richtig toll reparieren kann. Es gibt ein paar Gelegenheiten beim Tischlern, wo ein bisschen fuschen oder ein bisschen reparieren. Optimieren. Genau, optimieren. Optimieren. Sehr guter Ausdruck, wo optimieren durchaus erlaubt ist. Der Ralf hat es angesprochen. Ihnen fällt ein scharfer Gegenstand. Ihnen fällt irgendetwas auf Ihr kostbares Parkett, auf Ihren Laminat. Es gibt eine Delle, eine Beule, eine Schramme. Da haben wir als Tischler schon vor 30 Jahren, als ich noch in der Werkstatt war und Treppen gebaut habe, hatten wir solche Wachsstifte, die wir benutzen konnten, um kleine Fehlstellen auszugleichen. Hier bekommen Sie jetzt ein tolles Sortiment an Wachsen, ein Heizgerät, das im Sortiment dabei ist und unterschiedliche Farben, um eben diese Fehlstellen ausgleichen zu können. Das ist ja ganz wichtig, weil Laminat ist ja nicht gleich Laminat. Das eine ist heller, das andere dunkler, das eine eher schwarz, das andere eher weiß. Da gibt es ja so viele Anwendungsmöglichkeiten. Ja. Aber jetzt nochmal, weil ich das vorhin gesagt habe, ist das für den Laien ganz einfach zu gebrauchen? Absolut, absolut. Hier in diesem Heizgerät, da haben wir schon mal eine Heizspirale, die über eine Batterie, über ein Batterieset, das im Lieferumfang übrigens enthalten ist, eingeschaltet wird, Ralf. Ja? Ja. Einfach auf Anstellen und dann diesen Knopf drücken, dann leuchtet hier so ein rotes Lämpchen und zeigt mir an, dass das Gerät aufheizt. Mhm. Ein kleiner Tipp von mir, liebe Zuschauer, ich habe hier so ein kleines Teelicht mitgebracht. Damit kann ich der elektrische Strom braucht ja einige Zeit, bis das Heizgerät ordentlich warm ist. Mhm. Ich habe hier im Studio immer wenig Zeit, so etwas zu zeigen. Deshalb halte ich einfach meinen Daumen drauf gedrückt. Hier habe ich meine Schadstelle. Da suche ich mir jetzt zunächst mal eine Farbe aus, die der Schadstelle am nächsten kommt. Ja? Und dann gehe ich zu Hause her. Ich habe dieses Reparaturset auch in Gebrauch und heize mir das einfach über der Kerze ein klein wenig vor. Dann habe ich die Möglichkeit, hier den Wachs zum Schmelzen zu bringen, Ralf. Das sehen wir ganz, ganz deutlich. Genau, jetzt, und lass ihn einfach schön in diesen Ritz hier hineinlaufen. Verteile ihn noch ein bisschen mit dem Gerät. Ja? Das ist ja im Prinzip so dieses Gerät, so eine Kombination zwischen Lötkolben und Bügeleisen, würde ich jetzt mal sagen. Ja, definitiv. Weil das machst du ja eigentlich. Erstmal den Wachs lösen mit der Hitze und dann auch noch glatt streichen durch diese glatte Oberfläche. Genau. Aber ganz glatt kriegst du es ja nicht. Aber definitiv. Da ist ja alles drin im Set. So ein bisschen reinlaufen lassen. Ja? Jetzt sehen Sie, habe ich den Wachs eingetragen. Jetzt muss ich mal eine Minute Geduld haben. Ja? Im Set enthalten sind zwei so kleine Spachtelgeräte mit dabei. Und die kann ich jetzt wunderbar nutzen, um den überschüssigen Wachs, das können wir gerne wieder hier vom Nahen so einfangen, dann sieht man, dass ich eben rechts und links eine schöne Auflage habe und den überschüssigen Wachsreif einfach hier mit dem Spachtel abtrage. Das geht ja ganz, ganz einfach. Genau. Jetzt verbleiben hier noch leichte Reste, die ich dann ganz unproblematisch mit einem Poliertuch rechts und links noch ein bisschen aufarbeite. Und liebe Zuschauer zu Hause, lassen Sie sich Zeit dabei. Wir haben hier immer nur wenige Minuten, um Ihnen zu zeigen, wie das funktioniert. Sie können die Farben untereinander mischen. Sie können garantiert ein Ergebnis erzielen, das dem Neuwertigen dann wieder entspricht. Jetzt wunderbare Möglichkeit zu reparieren. Jetzt kommen wir wieder zur Kaution. Ja, wenn ich das so repariert habe, wird es der Vermieter gar nicht sehen bei der Wohnungsübergabe. Das heißt, meine Kaution ist gerettet und das für
18,91 €. Ich weiß nicht, wie viel Kaution Sie hinterlegt haben. Und ich weiß auch nicht, was so ein kompletter neuer Parkettboden kostet. Aber wahrscheinlich, ja, nee, ganz, ganz sicher, viel, viel, ja, mehr. So, also, wir senden ja hier in einem Format, 4K, ja, Ultra HD, wo man mit der Lupe geschaut, die Stelle natürlich noch mal findet. Aber, liebe Kollegen, wenn ihr jetzt vom Gefühl her 1-2 Meter Abstand haltet, ja, von dieser Platte, dann werden Sie die Schadstelle nicht mehr erkennen. Also man sieht wirklich nichts, ja, mehr. Doch da jetzt, wenn wir ganz nah drauf gehen. Aber jetzt, ja, bräuchte ich einfach noch ein bisschen dunkleren Wachs, den ich hier mit einarbeite. Ja, dann wo ist sie denn? Ja, wo ist sie denn? Da, aber wirklich nur, wenn man es weiß. Da war sie gewesen. Wirklich nur, ja, wenn man es weiß. Jetzt, genau, noch ein bisschen was Dunkleres mit rein und dann wird es kein Mensch mehr erkennen. Wenn ich meine Kaution zurückbekommen habe, Ralf, ja, dann darf der Vermieter gerne auf die Knie gehen und schnüffeln. Ja? Dann habe ich meine Mücken wieder in der Tasche. Aber nein, Sie besitzen Eigentum. Ja? Es geht hier einfach auch um das Verschönern, um das Reparieren. Einfach bei Gelegenheiten, nicht nur rund um Holz, wir kommen ja gleich noch dazu, dass es eben auch andere Sets noch gibt, einfach wieder Schönheit herzustellen. Es ist ja nicht nur beim Umzug so. Also ich habe das erst live erlebt. Ein Freund von mir hat wunderbar ein dunkles Parkett im Wohnzimmer. Und dann kam ein Bekannter kam und der hatte im Schuhprofil einen kleinen Stein. Und überall, wo der gelaufen ist, war im Parkett so ein Loch drin. Oh, fürchterlich. Das, ja, ist übel. Da sehen wir so ein Beispiel. Und dann habe ich ihm eben unser Reparaturset mitgebracht und er war total glücklich. Neues Parkett hätte mehrere tausend Euro gekostet. Ja, weil das passiert ja nicht am Rand, wo du eine Platte vielleicht austauschen könntest. Nee. Ja? Am Rand laufen wir nicht mit den Utensilien durch das Haus, sondern das passiert meistens genau in der Mitte. Und sowas passiert genau an der Stelle, wo sie mehrfach am Tag draufschauen. Das ist eben das Übel dabei. Und hier, da hat sich der Kollege ein bisschen mehr Zeit nehmen können, ja, weil das ja ein sogenannter Einspieler von uns ist, wo wir das Produkt noch mal in Aktion zeigen. Da sehen Sie, dass Sie fast nichts mehr sehen. Ich verspreche Ihnen, gehen Sie nur 30 Zentimeter von der Schadstelle weg. Sie werden nicht mehr entdecken, wo das Ganze gewesen ist. Man sucht es dann richtig, ja. Genau. Und wenn man es nicht weiß, wird man es gar nicht entdecken. Also überhaupt keine Chance, selbst wenn ich jetzt von hier drauf schaue. Ich weiß ja jetzt, wo es war. Also meine Augen gehen magisch dorthin. Aber wenn man es nicht weiß, wird man es nicht sehen. Und machen Sie es, wie Rainer gesagt hat, lassen Sie sich ruhig Zeit dabei. Denn hier nur nicht hudele, sagt, glaube ich, der Schwabe. Und das trifft hier genau auf den Punkt. Ich möchte es ja wieder schön haben zu Hause. Also mache ich mir einfach mal so einen Bastelnachmittag, sage ich jetzt mal, in dem Fall halt einen Reparaturnachmittag. Und Sie werden sehen, auf Ihrem Laminat, da werden Sie mehrere Stellen finden, wo Sie sagen, oh, da ist ja auch noch ein Kratzer. Komm, lass mich mal machen. Und ich habe erst neulich mit so einem Reparaturset gearbeitet, da kommen wir gleich dazu, das war nicht auf Holz. Aber man findet dann immer mehrere Stellen und es macht auch richtig Spaß, wenn man dann mal sofort den Erfolg sieht. Und das ist ja auch was Tolles. Du siehst es sofort. Genau. Ruhig so ein bisschen Überschuss auftragen. Ja? Das ist, die Stangen sind in ausreichender Menge im Set enthalten. Ruhig so ein bisschen Überschuss auftragen und dann eben tatsächlich mit dem Spachtel nur noch den überschüssigen Rest von der Schadstelle herunterkratzen. Ja? Und dann kann ich das polieren und dann habe ich wieder eine wunderbar schöne, saubere Stelle. 18,91 € ist der Preis für unser Parkett- und Laminat-Reparaturset. Vollumfänglich mit allen Farben, natürlich mit dem kleinen Lötkolben, wie ich ihn jetzt nennen, und Poliermaterial auch dabei. Die Bestellnummer ist hier die NX5094 und die 569. Jetzt kommen wir zu dem Reparaturset, was ich erst vor kurzem benutzt habe. Und zwar, hier geht es jetzt um Fliesen, um Keramik, um Blättchen, um all das Kacheln, was man so hat in der Küche, im Bad und immer mehr. Da gibt es ja auch so hässliche Flecken rein. Ich muss dir das erzählen, ein heller Küchenboden. Und immer wenn mal so ein Löffel oder ein Messer runterfällt, platzt ein bisschen vom Lack ab und da ist schwarz drunter. Und jetzt guckst du da mal drauf, da sind mal 10, 20 so kleine Stellen, die sich im Laufe der Monate oder Jahre anbieten, dann sieht es immer dreckig aus. Da kannst du putzen, wie du willst. Und da habe ich dieses Reparaturset angewendet. Die sehen ja zunächst mal, Ralf, nahezu vom Lieferumfang her identisch aus. Aber was auffällt ist, hier haben wir diese runden Wachsstangen, damit haben wir gerade Holz repariert. Die Wachse sind in der Zusammensetzung auch ein klein wenig unterschiedlich, was die Beanspruchung des Wachses anbelangt. Hier haben wir ein komplett anderes Farbsortiment. Ich mache das Köfferchen auch mal auf. Und dieses Farbsortiment
ist eben für andere Materialien dann ausgelegt, für Fliesen. Mhm. Da haben wir heute mediterrane Fliesen. Da brauche ich diese Terrakotta, Beige und Brauntöne. Wir haben vielleicht moderne, grüne, blaue Fliesen. Da kann ich den Türkiston wiederum mit Weiß und mit Grau mischen oder mit Dunkelgrau wieder anpassen. Klassisch Weiß, Schwarz gibt es ja auch. Selbstverständlich, auch beides dabei. Im Lieferumfang enthalten. Ich hatte Glück, meine Kacheln, die ich repariert habe, hatten genau diesen Beige-Ton. So beige, ich musste also nicht mischen, aber auch mischen wäre daher natürlich kein Problem. Ja. Wir haben leider in unserem Studio Holzböden, Linoleumböden und keine Fliesenböden, aber ich glaube, hier haben wir auch einen kleinen Film, den wir mal gemacht haben bei der Reparatur von Fliesen, Ralf. Das Prinzip ist genau das gleiche. Ja? Also der Heizer, hier finden Sie eine Lücke in dem Köfferchen bei mir, da sind die Batterien drin, die Sie in den Heizer hineinlegen. Knopfdruck auf das Heizgerät, also zunächst anschalten, Knopfdruck auf das Heizgerät, heizt diese Spitze extrem auf. Dann sehen wir, dass zum Beispiel bei so einem Feinsteinzeug, ja, wo so unterschiedliche Farbnuancen sind, da bietet sich das Reparieren natürlich geradezu an, weil da kann ich Ihnen versprechen, da sehen Sie später keine Delle, keine Lücke, nichts mehr. Jetzt muss ich noch eine Kleinigkeit sagen, und zwar mehrere Schäden waren im Laufbereich, wo man läuft. Also ja. Das war ja mitten in der Küche und da habe ich es zum ersten Mal gemacht und dann ist das aber wieder durch die Schritte weggegangen. Dann habe ich es zum zweiten Mal gemacht und ich habe dann, ich weiß nicht, ob ich das richtig gemacht habe, einfach ein bisschen Klarlack, also ein bisschen Nagellack, unsichtbaren Nagellack drüber gemacht und seitdem hält es bombensicher. Das war eine sehr gute Idee. Und vielleicht von dir. Noch als kleinen Tipp für Sie zu Hause. Und ich sage Ihnen auch gleich schon mal die Bestellnummer. Das ist die NX5230 und die 569, eben unser Reparaturset für Fliesen und für Kacheln. Ich zeige es Ihnen noch mal, dass Sie tatsächlich jetzt nichts Besonderes machen müssen. Auch wenn ich hier jetzt keine Fliese vor mir habe, ich nehme ich mal den weißen Wachs und ich habe jetzt etwa 30 Sekunden lang die Finger schon auf dieser Spitze und da sehen Sie, dass das wie Butter hier abgeht. Ja? Und dann haben Sie die Möglichkeit, eben diesen verflüssigten Wachs zu nutzen, um diese Schadstelle am Ende auszugleichen. Ja, ich weiß, für die Kamera ist Weiß immer sehr unglücklich. Dann nehmen wir mal kurz das Poliertuch aus dem Set. Nehmen wir einfach mal eine andere Farbe. Da sieht man es noch ein bisschen besser, wie es schmilzt hier. Ne? Und das ist ja schön eben, ich kann mit diesem einen Reparaturset alle Kacheln, alle Fliesen, die ich in der Wohnung habe, farblich abgleichen. Weil durch die meisten Fliesen haben irgendeine Farbe, die ich hier schon habe. Oder, du hast vorhin gesagt, Terrakotta zum Beispiel kann ich locker mischen, sodass ich hier auch wieder unsichtbare Reparaturen ganz, ganz locker anbringen kann. Ist der Wachs hart geworden auf dem Untergrund, kann ich ihn natürlich jederzeit mit meinem Gerät auch wieder verflüssigen, Ralf. Ja? Und kann sagen, ich brauche jetzt noch einen weiteren Ton. Das gilt ja für alle Reparatursets. Da nehme ich einfach jetzt ein bisschen helleren Wachs dazu. Und dadurch, dass ich den wirklich verflüssige, den Wachs, lässt er sich auch untereinander dann wunderbar mischen. Ne? Also hier einfach ein bisschen hellen Wachs dazu, das Ganze untereinander mischen. Und schön, so einen leichten Grauton, oder? Genau, schon wird aus Schwarz eher Braun jetzt in diesem Fall. Ja? Mhm. Das ist eben individuell für Ihre Reparatur machbar. Danach lassen Sie lediglich den Wachs kurz aushärten. Der ist schon von Haus aus extrem widerstandsfähig. Auf der Lauffläche hat der Ralf Ihnen einen tollen Tipp gegeben. Vielleicht mit ein bisschen klarem Nagellack nochmal versiegeln. Dann haben Sie eine feuchte, beständige, hochbeanspruchbare Reparatur durchgeführt. Ja, und machen Sie es, wie der Rainer gesagt hat, lassen Sie sich Zeit. Sagen Sie nicht, oh, ich habe 5 Minuten, ich repariere mal kurz. Nee, nehmen Sie sich Zeit, gucken Sie vorher, wo sind die Stellen, welche will ich reparieren. Und dann lassen Sie sich schön Zeit, machen Sie es gemütlich. Das macht richtig Spaß, ich kann es aus allererster Hand Ihnen garantieren. Und wenn man dann den Erfolg sieht, und gerade in der Küche, die ich gemacht habe, da war die ganze Fläche vor der Arbeitsplatte, waren wirklich viele, viele so kleine Löcher. Wenn ich die Farben hier sehe, Ralf, könnte das ja auch eine Granitküchenarbeitsplatte sein. Ja? Das könnte, also da würde es gehen? Ja, genau. Keine Sorge. Bei den günstigen Preisen für diese Reparatursets, Ralf, ist es ja durchaus möglich, dass ein Kunde sagt, ach, ich nehme das für Holz und ich nehme das für Fliesen gleich mit dazu. Keine Sorge, die Wachse sind untereinander auch von einem zum anderen Set mischbar. So habe ich eben dann, erhöhe ich nochmal die Vielfalt und die Möglichkeiten der Reparatur mit meinem Set.
Also hier unser Fliesen- und Kacheln-Reparaturset. Eben mit diesem Heizstab, ich sage jetzt wieder Lötkolben dazu, auch wenn es keiner ist. Und dem wirklich umfangreichen Wachssortiment, auch zum Abschleifen. Die Bestellnummer ist die NX5230 und die 569. Und der Preis auch wieder unglaublich günstig, wenn ich nur mal überlege, wenn ich eine Fliese nur austauschen möchte. Erstens mal kriege ich sie meistens nicht mehr, wenn ich irgendwo noch eine Reserve gelagert ist. Und ja, dann ist es sehr, sehr aufwendig. Meistens mache ich, wenn ich eine Fliese rausmache, noch zwei, drei ringsrum kaputt. Leider, unglaublich aufwendig und mit Sicherheit nicht so effektiv und einfach wie unser Reparaturset. Hier haben wir es nochmal in der Übersicht, Ralf, nochmal schnell den Lieferumfang erklärt. Mhm. 2, 4, 6, 8, 10, 11 verschiedene Farben, Wachse, die Sie der Farbe Ihres Schadens angleichen können. Das Aufheizgerät, hier waren die Batterien drin, die haben wir hier in dem Set bereits eingelegt in das Gerät. Wenn nach Gebrauch bitte einfach wieder ausschalten, damit es nicht aus Versehen aufheizt. Dann haben wir hier nochmal einen Polierschwamm und ein Poliertuch im Set dabei. Wichtig, um dann am Ende den überschüssigen Wachs nochmal abzutragen. Und den groben Überschuss, dafür gibt es in jedem Set diese zwei verschiedenen Spachtelvarianten, mit denen ich dann den überschüssigen Wachs, den Sie bitte großzügig auftragen, einfach grob schon mal wieder abschaben, um dann die reparierte Fläche zu polieren. Und jetzt nochmal, das kann ich wirklich aus erster Hand sagen. Sie müssen kein Handwerksmeister sein. Sie können sogar relativ unbegabt sein. Sie werden das ganz, ganz schnell lernen. Sie haben es gerade gesehen, wie schnell das geht. Und da muss man keine Handwerksausbildung haben. Und ja, man fühlt sich danach einfach besser. So, also für Fliesen und Kacheln unser Reparaturset, die Bestellnummer NX5230 und die 569. Und das so etwas Geniales nicht teuer sein muss, das sehen Sie an unserem Preis. So, jetzt hatten wir Holz, jetzt hatten wir Fliesen, Keramik, aber jetzt gibt es ja auch noch Kunststoffe, die ab und zu mal so einen Renner mitkriegen, wo eine Ecke fehlt oder eben ein tiefer Schlenz drin ist. Das ist ja eine sehr schön zusammenhängende Präsentation. Ich würde dich bitten, mir ruhig beide Sets nochmal herzugeben. Auch nochmal das Holzset. Gerne. Ich mache die für unsere Zuschauer hier nochmal auf. Im Prinzip ist also in jedem dieser Köfferchen derselbe Inhalt. Da sind immer die Wachsstangen dabei, da ist immer das Heizgerät dabei, immer das Poliertuch, der Polierschwamm dabei, immer die Spachtel zum Beseitigen der überschüssigen Reste dabei. Hier sehen wir jetzt wieder ein ganz anderes Farbspektrum und das zielt natürlich ab auf ein vielleicht, ja versehentlich bohrt man kein Fenster an, aber ohne sich Gedanken über seine Mietkaution zu machen, macht man schon mal einen Gardinenhaken fest, weil der Kleber 100-mal abgefallen ist und hinterlässt im weißen Kunststofffenster ein grobes Loch. Das heißt also beim Auszug neue Fenster kaufen. Ganz, ganz übel. Ja, ganz, ganz übel. Ja. Aber auch hier gilt, den Wachs mit dem Schmelzer, so könnten wir ihn bezeichnen, mit dem Wachsschmelzer, weich machen, verflüssigen und in die Schadstelle ein Tropfen einbringen. Ruhig so ein bisschen, wie es hier gezeigt wird, ruhig so ein bisschen, wenn er denn da reingetropft ist, mit dem Spatel, der hat ja so eine leichte Spachtelform, in das Loch ein wenig hineindrücken und dann einfach nur ein bisschen Geduld haben. Der Wachs wird innerhalb von 30, 60 Sekunden, wird er extrem hart, so dass ich im oberen Bereich bei dieser weichen Fläche dann tatsächlich nur den Überschuss noch abziehen muss. Ja? Das, schauen Sie, selbst wenn es beim ersten Mal nicht 100% gelingt, wie groß ist hier der Arbeitsaufwand? Das sind Minütchen, die Sie damit verbringen, so eine Reparatur durchzuführen. Dann schmelzen Sie einfach den Wachs, der auf der Fläche ist, nochmal an. Einfach den Stab nochmal drauflegen. Genau. Ja. Und schon können Sie arbeiten. Durchaus als kleine Hilfe, ich habe es ja vorhin gesagt, so ein Teelichtchen daneben stellen, neben die Reparaturstelle, das ist nicht verboten, Ralf, weil der Heizer ja unter Umständen ein bisschen braucht, bis er volle Temperatur hat. Da kann ich mir das sogar, wenn es mir ein bisschen zu langsam wird, den Heizer einfach über der Kerzenflamme schon mal ein bisschen vorbereiten. Und ich mache es jetzt einfach mal so, liebe Zuschauer, da sehen Sie, dass dieser extrem harte Wachs einfach wie butterweich wird, ja,
und einfach abzustreichen ist. Jetzt habe ich abschließend noch eine Frage. Ich meine, jetzt haben wir jetzt zum Beispiel viele Kunststoffstoßstangen und die mal so eine Beule drin haben oder so ein Schlenz. Kann ich das also auch am Auto einsetzen? Definitiv, ja. Definitiv. Wachse haben den großen Vorteil, Ralf, dass sie natürlich auch witterungsbeständig sind gegen die Feuchtigkeit. So eine schwarze oder eine weiße Fläche Kunststoff am Auto. Da gibt es viele verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Aber nochmal betont, jemand, der vielleicht beruflich jetzt unterwegs ist, einen Hausmeister-Service hat oder vielleicht Reparaturen macht, ein Tischler ist. Ihr wisst, liebe Kollegen, von Zweihorn gibt es diese sehr teuren Wachssortimente. Hier alles ein wenig günstiger im Vollsortiment. Und ich sage Ihnen jetzt für unser Kunststoffreparaturset noch die Bestellnummer NX5263 und die 569. Ich denke, so können wir jetzt wirklich alles reparieren, alles, was irgendwo einen Schaden hat. Danke, Rainer.